Guten Morgen zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Ich weiß, ihr wusstet es nicht, weil ich habe es euch nicht gesagt. Aber jetzt zu diesem Zeitpunkt, 20 vor 12, wollte ich eigentlich im Flieger sitzen nach Porto, um morgen den Camino Portugues zu laufen. Aber ich bin hier und schnacke in die Kamera. Ursprünglich hatte ich geplant, den französischen Weg zu gehen, von Burgos oder so. Aber die Flüge, die sind so lächerlich teuer gewesen. 400 bis 500 € eine Strecke. Aber ich habe einen Flug gekriegt für 200 € nach Porto mit Ryanair. Gehe ich den Portugues nochmal. 12 Tage, schick, passt. Wir haben eine kurzfristige Entscheidung. Ich glaube, das war, weil ich das entschieden, 2 Wochen vorher, nachdem ich mit einer Freundin telefoniert habe. Das Hotel, die erste Übernachtung in Porto, habe ich am Mittwoch gebucht. Also wie gesagt, null Planung, wie immer. Und dann gestern hat Marco, ehemaliger Camino-Freund, hat mir ein lustiges Video geschickt. Und das war Waldbrand in Portugal mit Feuerwehrmännern, haben versucht, das Feuer zu löschen. Und dann nebenbei stand da so ein Typ, der hat zugeguckt, dabei geraucht und anschließend hat er die brennende Kippe in den Wald geschnippt. Situationskomik, ich fand es eigentlich ganz lustig. Und dann dachte ich mir so, Portugal, Moment mal. Habe ich meine Wetter-App gecheckt. Porto, 24 Grad, bewölkt. Luftqualitätsindex 101, sehr schlecht, wegen Rauch. Habe ich Google recherchiert. Und wurde mir deine Karte angezeigt von Portugal. Überall schwere Waldbrände in der Nähe von Porto, in der Nähe vom Camino, viele außer Kontrolle. Das ist eine Art von Abenteuer, die muss ich irgendwie nicht haben. Heißt, einen Tag vor dem Camino habe ich meinen Flug gecancelt, meine Übernachtung storniert. Und den Rucksack wieder ausgepackt. Ich bin mir im Klaren darüber, dass es natürlich wieder Leute geben wird, die sagen, oh, ich bin gerade auf dem Camino, super hier, wir merken gar nichts vom Feuer, riecht vielleicht ein bisschen nach Rauch, aber ansonsten ist alles in Ordnung, kein Problem, kannst ruhig kommen. Oder andere Leute sagen, oh, ich fahre morgen auf dem Camino, ich habe mit den Leuten in Portugal telefoniert, alles kein Problem, alles gut, kannst ruhig fahren. Leute, ihr macht, was ihr macht. Ne? You do you. Aber wenn ich auf dem Camino bin, ich will mir keine Gedanken machen. Ne? Da habe ich genug mit mir zu tun. So, da will ich mir keine Gedanken machen müssen, ob irgendwelche Bereiche gesperrt werden oder eventuell evakuiert werden oder was auch immer. Da habe ich keinen Bock drauf. So, und deswegen, Camino läuft nicht weg. Ist nächstes Jahr auch noch da. In dem Sinne war hier nur ein kurzes Statement. Aber wenn ihr gerade auf dem Camino Portugues unterwegs seid oder kurzfristig hin wollt, passt auf euch auf, seid vorsichtig, keine dumme Entscheidung und bom Camino. Ciao, ciao.